Okay, bis dann. Wiederhören. Das läuft ja bestens. Sie kann es kaum erwarten, dich zu finden. Ja, ich freue mich auch auf ein Wiedersehen mit meiner lieben alten Freundin. Mehr Letzteres, würde ich sagen. Wie ungalant. Clarissa steht mitten im Leben. Fragt sich nur, wie lange noch. Lara. Lara ist nicht Elisabeths Tochter. Wie bitte? Wessen denn? Meine. Lara ist meine Tochter. Schön, wenn man so ein Elternhaus hat. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Danke. Das mit dem Abendessen, das wäre nicht nötig gewesen. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Meine Familie freut sich schon auf Sie. Ich mich auch. Marie, da bist du ja endlich. Und, ist sie da? Heißen wir sie also herzlich willkommen, die Lebensretterin meiner Tochter. Darf ich vorstellen? Mein Schutzengel. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Du, Laras Mutter? Und wusstest nichts davon? Wie ist das möglich? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Damals muss ich wohl alles verdrängt haben. Damals? Wann war das? Als ich 13 war. 13? Mein Gott, selber noch ein Kind. Laras Geburt muss wohl sehr schwer gewesen sein. Mom sagt, ich wäre fast gestorben. Und dann? Wo war Lara? Mama hat Lara zur Tante Irene gegeben. Sicher das Richtige in der Situation. Ja, und nachdem ich mich dann von allem erholt hatte, habe ich die Schwangerschaft und die Geburt einfach verdrängt. Und wie kommt's, dass du dich jetzt erinnerst? Die Albträume, du weißt doch. Es ist auf einmal alles wieder hochgekommen. Und nach der Hypnosesitzung hat's dann plötzlich Klick gemacht. Und plötzlich wusstest du alles. Ja, und dann hatte ich den Zusammenbruch. Wie hat Lara es aufgenommen? Sie weiß es noch nicht. Ich kann es ihr nicht sagen, solange ich selbst noch nicht damit klarkomme. Deswegen habe ich auch Elisabeth gebeten, mit niemandem darüber zu reden. Auch nicht mit dir. Aber wieso denn? Dachtest du, ich würde dir irgendetwas vorwerfen? Nein. Aber wenn Lara es durch einen dummen Zufall erfahren hätte, kannst du es denn nicht verstehen? Ich weiß, ein Geheimnis zu bewahren. Sie hätte es mir sagen müssen. Aber ich wollte es nicht. Deswegen hat Elisabeth auch deinen Antrag abgelehnt. Obwohl sie dich liebt. Arno, es ist alles nur meine Schuld. Elisabeth kann nichts dafür. Ist das Beste in meinem Leben. Du hast mein Vertrauen. Heirate mich. Hast du schon mit Lara gesprochen? Ich muss erst mal selbst begreifen, was passiert ist. Ja, das verstehe ich. Mama, würdest du mir einen Gefallen tun? Sag Arno vorerst nichts, ja? So, wer will probieren? Du bist doch der Experte für rote Säfte, oder? Mhm. Kräftig ausgebaut. Fruchtige Blume. Der Kenner spricht. Das macht man so.
Stimmt doch, oder? Ja, klar. Manche machen das. Wollt ihr jetzt ein Glas? Gerne. Ja. Ups. Entschuldigt. Selbst das ist aber weit über dem akademischen Viertel. Was war denn? Ich bringe gute Neuigkeiten mit. Ich habe einen alten Bekannten getroffen. Ich habe Bernhard bestimmt seit 10 Jahren nicht gesehen und plötzlich steht er vor mir. Der Bernhard. So, so. Nicht, was du denkst. Ein guter alter Bekannter. Übrigens Arzt. Jung, erfolgreich, gut aussehend. Womöglich schwul? Moment mal. Sorry, aber dieser Mann ist so hetero, wie man nur sein kann. Bernhard will wieder nach Düsseldorf ziehen und hier mit einem Bekannten eine Gemeinschaftspraxis eröffnen. Und das Beste ist, sie suchen noch einen Partner. Ach, und du meinst, ich könnte das vielleicht sein? Na, interessiert? Teilhaber. Ja, genau so war's. Eine Beziehung mit dieser Frau? Ja, leider. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sie jemals wiedersehen muss. Tja, das hätte wohl keiner von uns. Die Frau ist ja nicht gerade beliebt bei euch. Christoph hat mir nie erzählt von einer Tanja. Was mich nicht weiter verwundert. Ja, aber warum? Diese Frau war erst mit Henning zusammen und dann mit... Sie war mit Onkel Benedikt verheiratet. Nach all den Jahren taucht sie hier auf und rettet Marie zufällig das Leben. Zufall. Dieses Wort existiert nicht in Tanjas Wortschatz. Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sie versucht, sich über Marie hier einzuschleichen. Einzuschleichen? Aber warum um Himmels Willen? Geld. Was sonst? Also ich verstehe das nicht. Tanja war schon immer ein sehr spezieller Fall. Warten wir es erst mal ab. Abwarten, das ist bei Tanja nicht zu empfehlen. Kann es leicht zu spät sein. Wollen Sie vielleicht einen Sherry haben zur Beruhigung? Ich hätte nie gedacht, dass ich die jemals wiedersehen würde. Kathi, die von Anstettens. Woher kennen Sie sich eigentlich? Ich habe sie belogen und betrogen. Kennen Sie Friedenau? Ich habe da vor ziemlich langer Zeit als Stallmädchen gejobbt. Und alle waren wirklich sehr nett zu mir. Besonders der Graf. Ich wünschte mir damals, ich könnte sein wie Sie. Meine Familie ist so anders. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Doch, Sie wollten dazugehören. Ja, das war mein Traum. Und ich habe wirklich so ziemlich alles gemacht, um das zu schaffen. Ziemlich üble Sachen. Was denn? Hören Sie, ich habe bitter dafür bezahlt, wirklich. Und der einzige Mann, den ich je geliebt habe, hat mir alles genommen. War das der, mit dem Sie in Frankreich waren? Es tut mir leid. Was ist denn das Fachgebiet von deinem Doktor? Wagner, Bernhard Wagner. Er ist Internist und sein Kollege ist Kardiologe, glaube ich. Internist? Passt doch prima. Ja, allerdings. Da kann man sich gut arrangieren. 2 Internisten in einer Praxis. Also hättest du Lust mitzumachen? Ja, auf jeden Fall. Das war schon immer mein Traum. Echt? Ja. Die Frage ist nur, wie hoch meine Beteiligung sein wird. Tja, darüber haben wir allerdings noch nicht gesprochen. Ja, aber daran wird's ja wohl nicht scheitern. Notfalls nimmst du einen Kredit auf. Du bist süß. Hier geht's nicht um ein paar Mark 50. Du brauchst schon ein bisschen Kapital. Ja, und ohne Sicherheiten. Warum fragst du ihn nicht einfach selbst, statt dir hier den Kopf zu zerbrechen? Hast du die Nummer? Bernhard wollte gleich hier vorbeikommen, also wenn ihr Zeit habt. Meinetwegen. Ins Kino können wir auch ein andermal. Eben. Darf ich noch ein bisschen Wein bringen? Angelo, wir warten, bis mein Bekannter da ist. Oh. Ah, da kommt er ja. Angelo. Hübsch hast du es hier. Danke. Das ist Oliver, mein Neffe. Hallo. Und das ist Tom Seifert, von dem ich dir erzählt habe. Freut mich sehr. Tag, Herr Seifert. Charlie ist ja ganz begeistert von Ihnen. Und Sie studieren auch Medizin? Psychologie. Insofern komme ich für Ihre Praxis nicht in Frage. Aha, du hast schon von meinen Plänen erzählt. Das war dir doch recht, oder? Frau Schneider? Natürlich. Ja, entschuldigt mich. Ihr könnt ja schon mal die Einzelheiten besprechen. Setz dich doch auch. Dann frage ich mal ganz direkt. Hätten Sie Interesse? Keine Frage. Ja, nichts gegen die Arbeit im Krankenhaus, aber so eine Praxis ist halt doch was anderes. Das kann ich gut verstehen. Ich habe selbst ein paar Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. Ja, aber in einer Praxis kann man sich besser um die Patienten kümmern. Auch wenn ich weiterhin Notdienst im Krankenhaus schieben möchte.
Natürlich, aber in der Praxis ist man sein eigener Herr. Das ist wohl wahr. Ich habe allerdings noch nicht meinen Facharzt. Ich weiß nicht, ob Charlie Ihnen das erzählt hat. Ja, aber das ist kein Problem. Den Facharzt können Sie auch bei mir machen. Also für mich hört sich das alles super an. Das sehe ich genauso. Sehr schön. Dann lassen Sie uns mal über das Finanzielle sprechen. Angenommen, Mom hätte dich von Anfang an eingeweiht. Danke. Dann wäre das eine Sache zwischen deiner Mutter und mir gewesen. Du hättest es Lara und mir verschwiegen? Unter allen Umständen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Mom wollte uns beschützen. Und sie hatte recht, ich bin auch jetzt noch völlig durcheinander. Ach, wäre jeder andere auch in der Situation. Wenigstens ist die Wahrheit jetzt heraus und das ist gut so. Ich hoffe es. Alles ist besser als ständig diese Lügen, ständig belogen zu werden. Es sagt sich so leicht. Es ist so einfach. Kannst du denn nicht verstehen, dass Mom nur das Beste wollte? Für uns alle. Naja, und als ich dann Henning da stehen sah, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie geschockt ich war. Oh doch, nach allem, was Sie mir erzählt haben? Ich habe sogar so getan, als sei ich von ihm schwanger. Von Henning? Ich habe Ihnen ja gesagt, mir war jedes Mittel recht, um eine von Anstetten zu werden. Tja, es hat Ihnen jedenfalls kein Glück gebracht. Ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Danke fürs Zuhören. Vielleicht sind Sie im Salon. Da seid ihr ja. Tanja, ich denke, es ist das Beste, du gehst jetzt. Ich weiß, wie sehr du mich hassen musst, Henning. Glaub mir, ich verachte mich selbst für das, was ich euch angetan habe. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich euch nie wiedergesehen. Das war Zufall. Tja. Ich wünschte, du könntest mir jemals verzeihen, Henning. Bravo. Toller Auftritt. Gib dir keine Mühe. Ich habe mich geändert. Und das würde ich euch sehr gerne beweisen. Hallo, Elisabeth. Ich muss hoch und noch was lesen und tschüss, na. Ach, nur wegen gestern Abend, es tut mir so leid. Ich hab dir so schrecklich weh. Leg es mal. Ich muss dir was sagen. Ich hätte das schon viel eher tun sollen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Server kann nicht gefunden werden. Sag mal, habt ihr einen Knall? Ich war doch gerade auf der Seite. Vergiss es, Oliver. Ich hab das Geld einfach nicht. Es gibt noch bestimmt noch eine Möglichkeit, die uns einfach nicht einfällt. Na ja. Und welche? Kuckuck. Hi. Brauchst du Kohle? Soll ich dir was leihen? Es ist lieb, Christian, aber so viel hast du nicht. Entschuldigen Sie, Herr Seifert, ich ziehe mein Angebot zurück. Sorry. Okay. Hast du genug Geld für eine Praxis für mich? Du willst eine Praxis kaufen? Nein. Tom kann in eine Gemeinschaftspraxis einsteigen, aber die Einlage ist ziemlich happig. Was ist denn mit deinen Eltern? Die haben schon mein Studium finanziert. So what? Das ist bestimmt nicht deine letzte Chance. In ein, zwei Jahren kannst du dir so einen Anteil garantiert leisten. Und damit ist das Thema erledigt, oder wie? Sei doch nicht gleich beleidigt. Ich würde mich einfach nicht so früh festlegen wollen, das meine ich. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht auf mich verlassen kannst. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Es tut mir leid. Ich bin ziemlich ungerecht, oder? Aber ich hätte es einfach so gerne gemacht. Tja, ist wohl etwas anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber alles in allem. Danke, Papa. Mach dir keine Sorgen. Ich muss erst mal in Ruhe über alles nachdenken und das kann ich am besten zu Hause. Aber wenn diese Tanja doch etwas plant. Henning begleitet mich ja. Außerdem glaube ich nicht, dass mir ausgerechnet meine Lebensretterin etwas antun wird. Danke. Haben Sie noch einen Wunsch? Danke. Sie können auch Feierabend machen. Oh, danke. Gute Nacht. Gute Nacht.
Was ist? Ich weiß, du denkst, diese Frau hätte dir das Leben gerettet. Das stimmt aber nicht. Im Gegenteil. Sie will dich nur benutzen. Woher willst du das wissen? Weil ich Tanja kenne. Meine Erfahrungen mit Tanja waren auch eher ein Albtraum. Und diese Hochzeit mit Onkel Benedikt... Sie hat mir alles erzählt. Auch von der vorgetäuschten Schwangerschaft, um an dein Geld zu kommen. Marie, das hat sie dir doch nur erzählt, um dich einzuwickeln. Umso mehr musst du dich vor dieser Frau in Acht nehmen. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Sie kann sich doch inzwischen geändert haben. Tanja niemals. Woher willst du das wissen? Ich finde, jeder hat eine faire Chance verdient. Aber nicht diese Frau. Glaub mir doch bitte. Und wieso nicht? Henning und ich haben dir doch auch eine gegeben, trotz allem. Gute Nacht. Tja, Herr Seifert. Und danke, dass Sie so schnell Bescheid gesagt haben. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Gute Nacht. Na und? Er hat abgesagt. Leider. Abgesagt? Aber vorhin war Tom doch noch Feuer und Flamme für die Praxis. Ist er auch immer noch. Nur ist er außerstande, die Anlage zu stellen. Was ich wirklich sehr bedauere. Ach, und die ist so hoch? Naja, wir wollen die Praxis natürlich mit dem neuesten Equipment ausstatten. Und das hat alles einen Preis. Ja, ja, ich weiß. Was du machst, machst du perfekt. Genau. Umso bedauerlicher, dass er Seifert nicht einsteigen kann, weil ich schätze ihn auch als sehr gewissenhaft ein. Ja, das ist er. Arzt mit Leib und Seele. Und, auch nicht ganz unwichtig, er war mir auf Anhieb sehr sympathisch. Oh, Angelo, ich denke, Sie können jetzt auch nach Hause gehen. Ich schließe dann ab. Danke. Frau Schneider, gute Nacht. Gute Nacht. Trotzdem. Ich hätte es Tom wirklich gegönnt, wenn das mit der Praxis geklappt hätte. Er wird auf jeden Fall Karriere machen, da habe ich keine Sorge. Nur leider nicht bei uns. Ich war damals so froh, als Nina sich wieder erholt hatte. Die Ärzte waren sich gar nicht sicher, ob sie es schaffen würde. Eine schwere Zeit für Nina. Tja, aber sie hat es geschafft. Aber sie wusste nicht mehr, was passiert war. Die Schwangerschaft, Laras Geburt, das war alles weg, war raus aus ihrem Kopf. Naja, ich habe auch alles dafür getan, dass es so bleibt. Ich wusste damals keinen anderen Weg. Ist dir nicht klar gewesen, dass das Ganze irgendwann mal herauskommt? Doch. Davor hatte ich auch große Angst. Hättest mit mir reden sollen. Ich konnte nicht, Arno. Ich war bei Nina im Wort. Es war alles nicht leicht für dich. Nein. Besonders, weil ich dir so wehtun musste. Kannst es wieder gut machen? Sag diesmal ja. Ach, Elisabeth, du bist die Frau, die ich will und keine andere. Und wenn du mich ertragen kannst... Ach, Arno. Ich wusste es. Ich habe es gewusst. Sagte ich dir nicht, dass Tanja zurückkehren wird? Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Solche Sprüche helfen uns im Moment auch nicht weiter. Dann noch als Maries Lebensretterin. Das ist doch wirklich die Höhe. Aber typisch Tanja. Die Beinbachs darüber aufgeklärt, dass Tanja eine Mörderin ist. Hast du nicht? Na, natürlich nicht. Und du wirst das auch nicht tun. Und wieso nicht, bitteschön? Weil... Entschuldigung. Der Champagnervertreter lässt fragen, ob es beim Termin für morgen bleibt. Ja, natürlich. Hast du vergessen, wir stecken da mit drin? Wir haben doch schließlich niemanden umgebracht. Aber einen Mord gedeckt, das ist Beihilfe. Schließlich hat mir Tanja dafür ihre Schlosshälfte überschrieben. Ja, die holt sie sich jetzt auch wieder. Deshalb ist sie hier. Klasse, was sollen wir denn bloß tun? Jetzt nur keine Panik, das will sie doch bloß. Hauptsache, die von Weinbachs durchschauen ihr Spiel, sodass sie sich da nicht einschmeicheln kann. Wie denn? Du hast doch gesagt, dass sie bei Marie schon Eindruck gemacht hat. Ja, leider. Sie hat eine perfekte Show abgeliefert, aber du kennst sie ja. Noch ist nichts verloren. Clarissa, wir müssen Tanja so schnell wie möglich wieder loswerden.
bevor sie unser Leben ruiniert. So weit wird es nicht kommen, das werde ich verhindern. Warum sind wir eigentlich so früh aufgestanden? Der frühe Vogel frisst den Wurm. Oh ja. Ey. Wo frühstücken wir? Oben oder unten? Oben. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Frühstück? Nee, danke. Ich muss zur Uni. Ich bin schon zu spät dran. Bist du zum Mittagessen wieder da? Nein. Ich esse heute in der Mensa. Ich habe noch 2 Seminare heute Nachmittag. Dann habt ihr sturmfreie Bude. Du freche Göre, du. Ach komm, hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Danke. Tschüss. Ach, gestern dachte ich noch, die Welt geht unter und heute. Ich liebe dich. Holst du den Kaffee? Morgen, Tantchen. Können wir 2 Kaffee haben? Oh, hallo. Ja, klar. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. Das haben wir gemerkt. Hast du irgendwas? Nein, nein, alles in Ordnung. Um ehrlich zu sein, Tom, ich habe über dich nachgedacht. Und über die Gemeinschaftspraxis. Ja, der Traum ist leider ausgeträumt. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Naja, aber es wäre doch schade, wenn es nur am Geld scheitern sollte. Hast du vielleicht eine Idee? Ja, ich würde Tom das Geld gerne leihen, das er für die Einlage braucht. So, und 2-mal das französische Frühstück. Danke. Bitte schön, lasst euch schmecken. Natürlich ist es schlimm, was sie damals mit dir und deiner Familie gemacht hat. Sie hat das alles knallhart durchgezogen und wir sind alle auf sie reingefallen. Marie-Tanja ist gefährlich. Das mag ja sein, aber ich habe sie ganz anders kennengelernt. Sie hat mir das Leben gerettet. Und wenn das alles nur inszeniert war? Vielleicht tut es ihr ja wirklich leid, was sie damals gemacht hat. Weißt du, ich glaube ihr irgendwie. Und deshalb will ich ihr auch helfen. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du tun oder lassen sollst. Ich bin erwachsen. Ich weiß. Aber ich kenne auch Tanja. Bitte sei vorsichtig. Hallo, Clarissa. Schön, dich zu sehen. Wie bist du hier? Hereingekommen? Wir kennen doch beide die Tricks, oder? Habe ich dich eingeladen? Angst? Hat die große Clarissa von Anstetten etwa Angst? Von einer alten Freundin? Verschwinde und lass Marie in Ruhe. Du drohst mir? Clarissa, du wirst alles verlieren, was dir lieb und teuer ist, genau wie ich. Und du wirst für das büßen, was du mir angetan hast.